Herzlich willkommen, liebe Leute, zur nächsten Folge von Super Mario Bros. Wonder. Ja, ich bin hier richtig im Mario-Marathon gerade. Ich sehe auch gerade hier noch das Spiel zu liegen, weil ich habe nur noch Lego Star Wars, die Skywalker-Saga als Switch-Spiel und ich finde es schön, nur ein paar physische Spiele zu haben, weil zum Beispiel Animal Crossing habe ich digital. Ich habe eigentlich alle Spiele digital. Und ja, die Pins zeige ich euch einfach mal irgendwann. So, aber heute wollte ich ja halt die Story erzählen, aber wir sperren erstmal nichts hinterher. Schwierigkeit leicht. Ich höre gerade noch nichts. Ich habe scheinbar den Ton ausgemacht. So. Ich hoffe, ihr habt da was gehört. Ah, mit dem Aufnehmen, das ist noch ein bisschen. Was ist denn das? Was ist denn das? Honig? So, wie nennt sich das? Bienennest. Honig. Das Schaden? Okay, nö. Also schon, stimmt, wenn man es trifft, aber so nicht. Komm her! Ja, danke. Aber ich bin ja so breit, ich brauche das gar nicht. Zack, zack, zack. Ich hoffe auch mit dem Tod schon alles. Aber in der ersten Folge hat es ganz gut scheinbar mit dem Zusammenschneiden funktioniert. Ja, das sind halt so Kleinigkeiten. Brauche ich meine neue Capture Card. Die von Avamedia ist echt nicht schlecht. Aber sie, naja, sie ist halt eher fürs Mobile halt gedacht, dass man so aufnimmt. Aber irgendwie, bei mir klappt es nicht so ganz. Vielleicht stelle ich mich einfach zu blöd an. Aber die ist jetzt ja auch schon wieder, wer ist denn die jetzt? 2, 3 Jahre? Wäre vielleicht eine neue auch mal ganz gut. Ganz gut, aber vielleicht hat er auch Avamedia Neuer oder halt Elgato. Aber Elgato würde ich mir gleich die holen wollen, die man in den PC einbaut. Ach, das wird ja auch schneller. Ja, genau, war töten kann man es natürlich nicht. Ah, stirbt gleich hier noch. Stimmt, wir haben Folge 1 ohne Sterben ausgehalten. Aber wir haben hier noch ein Power-Up. Der Elefant Benjamin. Der kleine Elefant. Kann ich leider nicht einblenden, weil Copyright. Copyright mögen wir auf YouTube nicht, denn wir hassen welche geklauten Sachen. Also, ich nicht, aber YouTube. Wo geht's denn heute hin? Nach unten? Ich die Scheißvieh hier schon wieder sehe. Kommen wir da so ran? Aber bestimmt hier mit, warum? Ah ne, so kommst du ran. Ist die Musik die Underground-Musik? Ist sie verändert oder täusche ich mich? Also ich finde auch animationstechnisch wunderschön gemacht. Dann gar nicht von Mario. Es ist jetzt so schnell und wie sagt man, smooth. Nicht so altbacken. Warte mal, kann die schieben? Okay. Ist auch mal interessant. Also ja. Schöne, frische Ideen. Die manchen, wie gesagt, das ist vielleicht ein bisschen zu bunt, aber mir gefällt es eigentlich. Ein bisschen was Neues kann man ja auch mal sehen. Muss ja nicht immer schlecht sein. Es wird vielleicht, denke ich, auch ein paar Sachen in dem Spiel geben, was zu kritisieren ist. Aber bis jetzt noch nicht. Und wir sind gerade mal in Folge 2. Da ist eine lange, lange Zeit. Bin auch gespannt, wie lange es Let's Play geht. Also ich denke mal, die ersten 2, 3 Welten, denke ich, werden wir zu Folge 10, denke ich, fertig haben, spätestens. Ah, da brauche ich. Ah ne, ihn brauchen wir dafür. Stimmt, das kann ja auch einsammeln. Oh, er hat das Ding. Komm, ihr Per! Sterbe ich gleich noch. Ist das der erste Tod? Ich hoffe nicht. Also ja, die Geschichte, die ich erzählen wollte, die erzähle ich jetzt übrigens, weil heute noch der Sargtag ist. Was ist denn das? Also es ist, wie gesagt, keine
Crazy Story. Keine Kranke, aber... man muss wissen, in meiner Nähe ist ein Expert und es ist ein Mediamarkt. Ah, da oben ist auch so ein... eine Anzeige, okay. Oh Mann, ich wollte das noch einsammeln. Und ja, ich habe mir bei beiden Läden das vorreserviert, weil ich dachte, ach, ja, machst du mal lieber. Online bestellen wäre auch möglich oder im E-Shop gleich, aber im E-Shop, ah, das Switch brauchen wir mal so lange zum Runterladen auch. Und das ist auch so teuer, also öfters ein bisschen teurer. Und ja, dachte ich, Amazon kommt da bestimmt zu spät wieder. Ich bin lieber gleich im Laden. Boah, dachte ich so. Oh Mann. Was? Och man, soll ich das schlecht heute? Ich dachte, ich mach das so. Ja, das Level müssen wir nochmal irgendwann spielen. Nochmal. Stimmt, die erste Sache haben wir aber gar nicht gekriegt. Ja, können wir immer noch später machen. Nur bei Yoka Lady machen wir das ja auch so. Ja, sieht man immer, wenn ich voraufnehme. Das ist ganz schön blöd dann. Aber ja, wo war ich stehen geblieben? Da dachte ich, habe ich mir bei beiden vorreserviert. Bei Expert habe ich die Bestätigung bekommen, dass sie mir das vorbereiten. Bei Mediamarkt habe ich heute sofort die Bestätigung bekommen, also am Freitag, dass sie es reserviert haben. Ich muss dann nur den QR-Code vorzeigen. Geben sie mir. Hohoho, das gefällt mir. Blumenschloss ist mein. Ja, ich bin das Blumenschloss. Für wundervolle Macht. Mutsch ist selber ein Schloss geworden. Spüre, wie ich stärker werde und stärker und noch stärker. Bald wird mir alles gegangen. Wow, 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 wow. Nicht, wenn wir ihn aufhalten. Dieser elende Bowser wird noch alles verwüsten. Das lasse ich nicht zu. Wir müssen irgendwie zu ihm gelangen. Okay. Ah, nehmen wir da vorne doch eine Propellerblüte, um ihn aufzuschießen. Okay. Und ja. War ich bei Expert, hatten sie noch nicht da, die Lieferung. Ich habe vor, ich glaube, um 19 Uhr heute die Nachricht bekommen, dass es endlich vor Ort war. Wow. Spider-Man Miles Morales 2 oder Spider-Man 2, ich weiß nicht, wie es genau heißt, hatten sie übrigens nicht da. Also genauso wie Mario Wonders halt. Und ja, bei Mediamarkt war ich auch da. Spider-Man 2 hatten sie da auch nicht. Und Mario Wonders auch nicht. Aber ich hatte es ja reserviert, zum Glück. Deswegen hatte ich es ja. Sonst würde ich das hier jetzt nicht spielen können. Da verstehe ich nicht. Warum haben die Läden nicht genug? Das sind keine hohe Stückzahl. Dass irgendwer, also müssen die das so bestellen oder wollen? Ach, weil es nur die Anfangswelt ist. Jetzt geht es los. Jetzt fällt eins erst. Richtig. Spitzenklasse, mein Papa ist jetzt ein Schloss. Ey, der so viel macht, dass niemand ihn aufhalten kann. Hehe. Okay. Ah, dafür brauchen wir die Samen auch. Okay. Ja. Wo war ich denn? Achso, ja. Ach Mann, das wird ja immer schlimmer. Schau nur, diese Pflanze hat sich um das Haus dort gewickelt. Ah, jetzt weiß ich. Wir sollten das einmal mit unserem Wundersamen probieren. Sie sind sehr mächtig. Daher können sie uns vielleicht bei unserem Problem helfen. Okay. Zack. Ist nicht ein Toadhaus? Ein Abzeichenhaus, okay. Also ja, warum gibt es denn nicht genug davon? Erst recht von solchen großen AAA-Spielen, Spider-Man oder halt auch Mario. Weil die wollen doch Day One gespielt werden. Jeder will das spielen. Und die Firmen wollen doch auch Profit machen, oder nicht? Bei manchen Läden, wie zum Beispiel Medimax, ich weiß nicht, ob ihr das kennt. Das ist ein bisschen weiter weg von mir, also nicht direkt in der Nähe, ein bisschen weiter weg. Die haben das gar nicht. Da kann ich nicht mal online bestellen. Irgendwie so ein bisschen. Wollen die kein Geld verdienen? Oder haben die nur, dürfen die nur ein bestimmtes Kontingent bestellen? Aber das glaube ich auch irgendwie nicht, oder? Weiß irgendjemand, vielleicht arbeitet jemand, der im Einzelhandel
mich die Mitarbeiter dafür auch nicht verantwortlich machen. Vielleicht sind sie es, ich weiß es nicht, aber ich denke mal eine Chefetage. Weiß irgendjemand da die Antwort? Boah, gucken. So, ist hier alles in Ordnung? Ich hatte ja solche Angst. Ich dachte, ich würde auf der Stelle verwelken, aber das Abzeichen ist in Sicherheit. Also ja, das wollte ich mal ein bisschen einfach erzählen. Aber naja, ich habe es ja dann nach Hause geschafft. Mit großer Verspätung. Deswegen kommt das Video erst ein bisschen später raus. Das ist die erste Folge. Sie kam sie etwas später raus. Oh, Abzeichen. Die verleihen einem doch verschiedene Effekte, wenn man sie sich ansteckt. Deswegen haben sie die Pins verkauft, oder? Wegen so Anstecke. Ja? Also wahrscheinlich auch als schönes Giveaway. Aber ja. Reisende durch das Blumenkönigreich sollen sie oft nutzen, habe ich gehört. Spielt die Story eigentlich nur im Blumenkönigreich? Also, Prinz Florian, ich bitte dich, dass du dieses Zeichen Abzeichen annimmst. Ja, schon spät heute. Durch die Verzögerung der gerade erzählten Geschichte. Jemand von deinem prinzlichen Geblüt weiß sicher etwas damit anzufangen. Ja, ich. Okay, das sieht jetzt nicht aus wie der Ansteckpin. Aber naja. Toll, ich wollte ja immer schon eins haben. Vielen Dank. Wo ist eigentlich der König, wenn er der Prinz ist? Mit diesem Abzeichen kann ich auf unserem Abenteuer bestimmt überaus hilfreich sein. Das ist bei Peach auch die Frage. Da geht mir das Herz auf wie eine Knospe. Ich bin ja so froh, dass es dir gefällt, Prinz Florian. Abzeichen können euch auf euren Abenteuern viele Unannehmlichkeiten ersparen. Also im Pilzkönigreich gibt es da einen König oder eine Königin? Prinzessin Peach gibt's ja. Daisy und so. Oh, was ist denn jetzt los? Ah, wow, ein Übungsplatz. Fallschirmmütze. Drücke in der Luft R oder schütte den Controller, um deine Mütze als Fallschirmmütze zu nutzen und deinen Fall zu verhindern. Sehr interessante Mechanik. Das geht ja wirklich. Aber ich glaube, schütteln ist ein bisschen schwer. Ah. Wofür sammeln wir die eigentlich? Ist das hier wie eine Art Level oder ist das einfach nur... Ich finde, dass du es hast. Okay. Das ist wirklich so ein bisschen Yooka-Laylee-mäßig. Lernst du nach und nach die Fähigkeiten kennen. Oh, sieh dich mal hier um. Hier gibt es ja so viel zu entdecken. Ja, quatsch mal bitte nicht so viel. Das würde ich gerne übernehmen. Ich glaube, da ist schon wieder eine von diesen widerwärtigen Pflanzen. Wir brauchen mehr Wundersamen. Also, wohin gehen wir zuerst? Wenn du die Karte ansehen möchtest, drücke einfach L. Ja, ich spiele nicht zum ersten Mal Mario. Wir spielen das Level. Einen Velopterus hält gar nichts auf. Sogar schon Schwierigkeit 2 Sterne. Ne, 1 Stern. Ich glaube, so verguckt. Oh. Kann man die töten? Oh, nee. Ist ja wie ein Bulldozer. Ist das eine Schnecke? Die kommt ja wirklich noch. Das war knapp. Naja, für dich, aber nicht für mich. Für mich war es eindeutig. Wie soll ich hier so ein Vieh hinkommen? Ah, okay. Nein. Bitte doch nicht mich. Was kann ich denn dafür? Deine Wut. Ja, so ein bisschen stiermäßig, oder? Jetzt ist der despawned oder was? Bin tot gesprungen. Flippe ich ja aus. Schön, dass auch wieder das Leben. Ja. Nicht so wie bei Yooka-Laylee. Oh. Okay, das war jetzt ein bisschen geraten, aber. Das ist wirklich wow. Jetzt bist du im Himmel, wa? Wo du noch nicht gestorben bist. Power-Up haben wir. Noch voll viel Leben fällt mir gerade auf. Wie viel sind wir gestartet mit 8?
Sicherlich, oder? Sicherlich, sicher nicht. Habt ihr eigentlich Mario Wonders euch gekauft? Wenn ja, wie findet ihr das Spiel? Also so, das frage ich ja eigentlich immer indirekt die ganze Zeit schon, aber trotzdem. Was sagt ihr denn zum Spiel? Was? Warum springt ihr denn? Sagt ihr, das ist was für euch? Oder sagt ihr eher, ja, zu bunt, zu aufgedreht? Oder ich hätte mal lieber gern 3D Mario. Wie sieht es da bei euch aus? Was ist denn das? Das Pizza? Natürlich kriegt man da Schaden, obwohl ich da dafür gar nichts kann. Ich dachte, man kann ja auf ihn drauf springen. Autsch, aber wir haben ja schon Checkpoint. Der hier weiß ich, dass er da kommt. Der Checkpoint war ja noch nicht weit weg. Oder muss man das so machen? Das kann bestimmt auch gar nicht. Weil ich klein bin, oder? Weil ich ein Zwerg bin. Das ist vollkommen eine Diskriminierung hier. Du. Stimmt was nicht. Aber was stimmt denn daran eigentlich nicht? Ja, stimmt was nicht. Sind so Pilzdinger unüblich, oder was? Stimmt, da ist er das. Die brauchen wir also immer für die ersten Runde sagen. Boah, was passiert denn jetzt? Die ganze ach du Scheiße! Was ist denn jetzt los? Hier wäre bestimmt ein Power-Up. Ah ne, Zeit. Ist Zeit so wichtig? Hä? Hört es einfach auf? An der Zeit. Jetzt haben wir nicht mal den Samen. Was sind denn das für hässliche Pilzviecher? Ja, was haben wir das sein soll? Weiß es doch auch nicht. Weiß es nicht. Lass mich in Ruhe. Nee, komm her. Warum springt der denn drüber? Soll ich drüber springen? Was? Was soll das? Was soll denn das? In der letzten Folge sind wir gar nicht gestorben, jetzt sterbe ich hier an Zeit. Ich bin ja wenigstens schon mal leichter an den Pilz gekommen. Der geht ja wirklich nicht runter. Ja, stimmt was nicht. Aber was stimmt denn hier dran nicht? Kommt man schön bei sich ducken und dabei schleichen? Okay. Jetzt sind wir ein bisschen schneller, wa? Die Horde läuft. Die Horde. Ach du Scheiße, ich bin. Wir kommen dir dann verkackelt. Ach du Scheiße. Uiuiui. Ah, okay. Hä? Was ist los? Was ist denn jetzt los? Was geht denn hier ab? Stimmt, das hat es im Trailer gezeigt, oder? Hör ich mich da falsch? Ah, hier ist der Samen. Ich habe schon sehr viel verpasst, aber naja. Wie sind wir denn jetzt hier? Ah, ein Secret, oder? Secret Ending? Das ist eine lange Stange. Ich sehe, dass er hier noch in Hamburg arbeitet bald. Den Witz, wer ihn verstanden hat. Ah, es gibt doch versteckte. Sehr interessant. Interessant, interessant. Dann nehmen wir das schon wieder auf. Oh, 20 Minuten. Sollen wir da aufhören? Reiß zusammen. Eurofloh. Schnaufspause. Das soll ich mir noch kurz angucken wollen. Unter den Shop da oben. Also, ich finde es auch mal sehr schön. Die Animation.
Immer geradeaus. Los, los, los! Wie? Einfach rennen? Hey, einfach so gratis? Du hast Bonuslevel? Okay, das ist geil. Das ist supportisch. Und die Ideen halt generell ganz cool. Ich glaube, das merkt man gar nicht. Im Laden blüht jeder Kunde auf. Ah, okay. Das ist eine Extra-Währung. Kann man Münzen? Ja, Aufsteller brauche ich glaube ich nicht. Wundersam. Belohnungsmünze. Ob wir nehmen mal den erstmal, oder? Und den. Schon mal ein bisschen shoppen gehen. Nee. Aber einfach ein bisschen zum Sammeln. So. Ich würde sagen. Machen wir noch. Ich würde noch nichts sagen. Schwierigkeit 2 Sterne, okay. Würde mir gerne noch. Hier, Rolf, Ruffel, irgendwas, wie auch immer das hier gerade hieß. Oh Gott. Streut ja weg hier. Ah, okay. Boing. Kann ich die Dinger nicht zerquetschen? Oder wie sieht's da aus? Boing. Boing, boing, boing. Ist aber ganz cool, muss ich sagen. Also. Ah, okay. Kriegst du One Up. Ist auch ganz cool. Ah, ich glaube, sehr cool und finde ich toll. Wird in diesem Let's Play auch sehr auffallen. Das ist halt wirklich kreativ. Nicht immer dasselbe wie sonst immer. Ist ja auch kein New Super Mario Bros., muss man das sagen. Aber wenn ich mal dran denke, immer dasselbe. Also nicht immer dasselbe. Es gab mal andere Power-Ups. Wow. Oh. Sind allen. Ja, hier wurden ja mal richtig neue Texturen, neue Sachen eingeführt. Nein, das ist doch nicht euer Ernst, oder? Wie komme ich denn da hoch? Das ist nicht euer Ernst, oder? Die blauen Münzen. Zum Glück waren sie nicht rot, sonst wäre Nintendo etwas wütend geworden, denke ich mal. War es natürlich, war jetzt hier irgendwas oder war das nur so ein ganz kleiner Abschnitt, den ich... Okay, es war nur ein kleiner Abschnitt. Ich bin gesprungen, ich versichere euch das. Will ich nochmal machen? Kommt's nochmal hoch, aber ob es nochmal... Ah, nee, wird nicht resettet. Schade, ich dachte, ich kann es nochmal machen. Kommt's aber kaum hoch, oder? Oh, so ein richtig klassisches Mario, ich richtig vermisst. Und bei Mario, ja, wie gesagt, werden halt die älteren Spiele irgendwann auch nochmal spielen, aber naja, ich habe euch ja schon mal in Yooka-Laylee erzählt, was jetzt alles geplant ist. Ich glaube, da ist nicht so viel Zeit mit. Ich spiele mal das Spiel einfach mal so. Wonders, weil es neu rauskommt, was er mal spielen wollte. Gucken, was er da fabrizieren. Und ja, weil ich dachte, es gefällt euch mal ein bisschen. Auch mal ein paar aktuelle Spiele spielen. Immer nur ein steinalte Spiele. Zum Beispiel Outlast. Ist ja schon 10 Jahre alt. Ja, so manche Leute sagen so, nee, ich spiele nur neue Spiele. Und dafür ist mein Kanal, glaube ich, nicht geeignet für diese Leute. Also an sich. Gibt ja so. Oder es soll ja so Leute geben. Das war doch scheiße, Mensch. Puh, den Kraftausdrücken hier. So aufgefallen, ich habe gestern. Oh, scheiße. Ach du Scheiße. Ein Thumbnail gehabt von Outlast. Es wurde mir gesperrt. Im Nachhinein verständlich. Weil dort war ein. Ich glaube, ihr kennt die Outlast-Szene, wo der Mann. Ich sage es mal, an einer Schnur hängt. Um es kinderfreundlich auszudrücken.
um seinen Hals immer rum. Uiuiui. Das ist ja wirklich Wanda. Ich meine, Mickey ist Wanderhaus. Wanderhaus. Also schlimm. Achso, ja, und Thumbnail wurden entfernt. Es ist an sich verständlich, aber ich dachte vielleicht, YouTube lässt es durch, weil ich habe das bei jemand anderen auch gesehen, dass er das hatte. Und sonst finde ich ja nicht schlimm. Weil wir schnell ein neues Thumbnail gebastelt. Dauert ja nicht lange, wa? Nimmt man schnell einen neuen Screenshot. Oder eine Szene aus dem Internet. Sich mal so anbietet. Ich weiß, wie man es machen kann. Zack. Deswegen ja. YouTube hat ja nicht umsonst die Richtlinien. Die muss man ja auch einhalten. Ich dachte aber halt auch erst, die haben mir mein Video gesperrt und nicht das Thumbnail selber. Ich staune es wieder, ich habe 18. Es geht übrigens um Geschlechtsumwandlung durch den Bräutigam, mit dem Bräutigam. Ah, du hast also einige Wundersamen gesammelt. Die können uns bestimmt noch nützlich sein. Gehen wir doch mal zu der Stelle, wo sich diese gewundene Pflanze befindet. Das soll ich auch noch gerne machen. Ich glaube, die Folge endet heute gar nicht mehr. Man will auch gar nicht aufhören. Es macht so Spaß. Oh, die Musik. Ja, die kenne ich. Sehr bekannt. Ist das nicht New Super Mario World? Nee, Super Mario World. Ich blöd. Habe ich die gerade wirklich miteinander verwechselt? Ist aber schön, dass sie in deutscher Synchronstimme mit rein haben, weil sonst das ist natürlich so richtig gesagt. Das ist das erste Mal, dass in Mario gesprochen wird, oder? Oder täusche ich mich? Also richtig gesprochen. Nicht nur mit Untertiteln. So, aber damit würde ich sagen, war es das jetzt mit der heutigen Folge. Wir haben schon lange hier gesessen. Wir machen... Okay, können wir euch dann hier hinten machen wir nachher in der nächsten Folge weiter. Wir sehen uns also beim nächsten Mal und ciao. Leute.